Ja, da ist ja jetzt also der Direktor und der Gründer vom Zelt, Adrian Steiner, zurückgekommen auf Biel. Wieder einmal zu Biel, Adrian Steiner, wie ist das? Das ist immer sehr emotional. Die Erinnerungen werden lebenslänglich bleiben. Alle, die die Expo erlebt haben, reden heute noch davon. Und ich bin ja damals in Biel gewohnt, die 156 Tage während der Expo. Und wir kommen immer gerne in die wunderschöne Stadt. Am Samstag, am 14. sind es genau 20 Jahre, dass die Expo aufgegangen ist. Was war das für ein Tag denn, 2002? Also der 14.2002 ist schon offen gegangen für die Städte und für alle Involvierten. Und der 15. dann für das Publikum. Und das war ein grosser Moment gewesen. Für uns ist das, ich habe ja das Zelt gegründet mit David Dimitri zusammen. Wir waren am Strandboden in Biel gewesen. Und das ist ein unvergessliches Erlebnis bis heute. Es ist unvergesslich, es war aber auch ein bisschen kühn, wenn man so schön würde sagen, ihr habt dann keine Subventionen gehabt, ihr seid nicht unterstützt worden. Das Zelt ist eigentlich gestrichen worden von der offiziellen Expo. Trotzdem ist es gestanden. Warum? Das sind die wunderschönen Pavillons. Die haben, architektonisch sind die super gewesen, aber man hat dann irgendwann festgestellt, dass die Innenräume für die Events, für die Mitarbeiteranlässe sind viel zu klein gewesen. Und dann war das Bedürfnis nach mehr Raum auf der Art der Blanche in Biel. Es hat ja ganz viel rund um die Art der Blanche haben ja dann alle Banken auf ein Palast bauen. Und dann haben wir ja, das ist erst im Januar entschieden worden, 2002, dass man kurz bevor es gestartet hat, noch auf der Art der Blanche neben den Klangtürmen, eigentlich dem Hauptsymbol der Expo, das Zelt aufstellen. Und so ist es gestartet. Ihr habt mir aber in einem früheren Interview gesagt, der Ursprung war speziell Naivität und Selbstüberschätzung. Im Rückblick war es wirklich so schlimm. Das ist so. Ich meine, ich war Künstler für einen Fahrradakrobaten. David Dimitri war Künstler. Und der Künstler glaubt ja, er weiss ja eigentlich, wie es läuft in der Veranstaltungs- und Showbranche. Und wenn man dann auf die andere Seite wechselt, hinter der Bühne, auf die Seite des Veranstalters oder Organisators, kommt jeder Künstler auf die Welt. Das war ja bei uns so. Wir haben angefangen, Sponsoren zu suchen im Februar 2020. Und jeder, den wir angerufen haben, hat fast einen Lachanfall bekommen, weil all diese Sponsoren sind schon Jahre bearbeitet worden. Und da hat es gar nichts mehr zu holen gegeben. Das ist bei euch auch speziell noch das Künstlerherz, das Auftreten vor dem Publikum, der Applaus. Gleichzeitig seid ihr studierter Jurist, also die Vernunft, der Kopf war auch da. Hat mich das fast verrissen denn? Ja, das ist wahrscheinlich die Voraussetzung, dass man ja die zwei Seelen in der Brust, das Künstlerische und das Bürgerliche. Das bin ich eigentlich sehr wohl in dieser Kombination. Und das hat auch dazu geführt, dass ich dann aus manchmal schwierigen Situationen wieder rauskommen konnte. Und jetzt ist das 20 Jahre alt und ist eigentlich sehr erfolgreich und stabiles Kulturunternehmen in der Schweiz. Alle 20 Jahre, also die Expo ist 20 Jahre, das Zelt ist 20-jährig. Die Reise sind weitergefahren. Notabene ist das Zelt das einzige Überbleibsel von der Art der Planspiel. Der Rest ist abgebaut, bis verschrottet worden. Das Zelt existiert immer noch. Wie hat das können 20 Jahre florieren, das Unternehmen? Also wir sind dann, also man muss sehen, die Expo die hat uns wahnsinnig viel geholfen. Das ist, hat einen enormen medialen Impact gewesen. Und wir haben dann, noch während der Expo, haben wir dann zwei Partner angefragt, nämlich damals die Sonntagszeitung und Migros. Und beide sind eingestiegen und haben von Anfang an die Tournee eigentlich mitgetragen, die wir dann geplant haben, ab 2003. Und dann sind wir in eine kleine Sinneskrise gekommen. Wir haben gar nicht genau gewusst, ob das eigentlich funktioniert. Und dann haben wir den Marco Rima getroffen. Und er ist damals unbestrittenes Nummer 1 gesehen von Starkomiker und er hat das große Publikum gebracht. Und darum ist eigentlich, obwohl das Zelt rechtlich ein Zirkusunternehmen ist, ist es inhaltlich ein Kulturunternehmen, aber der Schwerpunkt ist ein Schweizer Starkomiker. Und nach 8 Jahren Marco Rima ist dann nahtlos Divertimento gekommen. Und darum hat eigentlich das bis heute und auch in Zukunft hat das seinen eigenen Weg gefunden. Der eigene Weg, das ist ja spannend. Ihr habt jetzt gesagt, eigentlich ein Zirkus, aber ein Zirkus ist es ja nicht. Also man schmeckt keine Sacken mehr bei euren Zelt. Ein Theater, ein subventioniertes Theater mit einer fixen Bühne ist es auch nicht. Was ist das Zelt? Es ist eine Kulturplattform. Es ist, und es hat, das ist spannend. Wir haben eigentlich das, was wir an der Expo gemacht haben, das machen wir heute noch. Die Expo ist ein Ort, der offen ist, offen gegenüber allen Landesteilen, gegenüber allen Sprachregionen, gegenüber allen Bevölkerungsschichten.
aber auch gegenüber allen Kulturrichtungen. Es hat etwas Integrierendes. An der Expo hat es ein Rockkonzert und nachher Schlager. Das gibt es sonst in der Kultur eigentlich nie. Und das haben wir an der Expo gemacht und das machen wir heute noch. Wir haben eigentlich am Konzept gar nie etwas geändert. Und neben der Kultur haben wir immer ein Eventgeschäft gehabt, das wir uns wie selber quersubventionieren. Und auch das machen wir heute noch. Und das Konzept funktioniert so. Es tut mir, es passt ja ganz genau in unsere Stadt hinein, mit der Mehrsprachigkeit, mit dem Multikulti, mit den unterschiedlichen Interessen der Besucherinnen und Besucher. Seid ihr gerne zu Biel? Ich bin sehr gerne zu Biel, ja. Wir wohnen ja in Basel. Und wenn ich den See immer sehe, dann denke ich immer, wird man immer sehr mehrmütig, weil alle, die wir sehen wollen, sind privilegiert. Und Biel ist eine wunderschöne Stadt. Ihr habt Biel auch immer auf eurer Tournee oder lange auf eurer Tournee berücksichtigt. Der Standort direkt hinter dem Bahnhof ist jetzt nicht mehr. Jetzt seid ihr auf dem Expo-Park. Lustigerweise auf dem Expo-Park. Mhm. Nicht dort, wo ihr seid gestanden vor 20 Jahren. Mhm. Aber immerhin, die Verbindung zur Expo ist noch. Ist der Standort für euch grundsätzlich eine wichtige Frage? Oder ist das egal, wo ihr steht in der Stadt? Also der Platz ist immer sehr wichtig für das Gesamterlebnis. Jetzt sind wir in Nidau, das ist ja ganz wichtig. Wir sind ja eigentlich Nidau bei Biel, nicht in Biel. Und er ist sicher schön gelegen, aber wir wären natürlich lieber auf der anderen Seite, auf der Bieler Seite. Einfach wieder die ganze so die Ambiance und so näher am Wasser. Das fehlt uns jetzt ein bisschen. Aber es ist trotzdem ein schöner Platz. Am Samstag, wir haben es gesehen, Samstag war die Eröffnung oder die Voreröffnung am 14. wird hier wieder ein spezieller Anlass im Zelt stattfinden. Was erwartet ihr am Samstag? Also es ist die ganze Generaldirektion eingeladen, die kommt ja vollständig. Und auch ganz viele Expo-Veteranen und Involvierte. Und viele Politiker. Und wir laden auch ein, es gibt ja die weiteren Projekte, die sich miteinander ja sich bewerben um die Expo 27. Und die Vertreter kommen alle auch. Und auch Leute aus Bundesbern. Und wir probieren, einen Beitrag zu leisten, dass es ja wieder einen Schritt weitergeht mit der nächsten Expo. Und die wäre ja 27, die alle 25 Jahre eine Expo. Aber es ist eine Herausforderung, dass da alle involvierten Parteien sich können einigen auf einen gemeinsamen Weg. Der hat jetzt aber gerade gesagt, das ist nur noch in 5 Jahren die nächste Expo, die geplant ist. Die 5 Projekte werden vorgestellt. Ihr habt einen guten Überblick über die Expo-Szene schon vor 20 Jahren gehabt. Ist das realistisch, dass die Schweiz als Land in 5 Jahren eine Ausstellung macht? Ist sehr, sehr herausfordernd. Der Bundesrat hat ja gesagt, er tut sich wieder beteiligen, aber nur zu 50%, bis zu 1 Milliarde. Und überlässt eigentlich der Wirtschaft und den Kantonen die andere Hälfte zu finanzieren. Und lässt dann parallel 5 Projekte laufen. Und die reden alle mit den gleichen Sponsoren. Mir scheint es sehr herausfordernd aufgeleistet im Moment. Herausfordernd. Wir werden sehen, welche Richtung das läuft. Ganz kurz noch zum Schluss, Adrian Steiner, ihr habt auch ein laufendes Programm. Ihr seid in Biel mit einem Programm. Heute Mittwoch am Abend, Donnerstag, Freitag, Sonntag, so viel ich informiert bin, was läuft für unsere Besucherinnen und Besucher. Also, heute ist Helga Schneider. Sie ist ganz sicher Number One Comedian in der Schweiz. Und dann haben wir morgen Bliss. Bliss ist eine fantastische A Cappella-Gruppe, die enorm viel enorm künstlerische und musikalische und komödiantische Leistung anbringt. Und dann haben wir parallel noch neu das Zelt Weinfest. In dem Nebenzelt ist das Zelt im Moment auch noch ein Weinmess. Also für ganz viele Leute hat ganz viel Programm. Genau. Am Samstag noch der Supplement, der Expo. Revival-Event, genau. Wir können so sagen, Adrian Steiner, besten Dank, dass ihr kurz Zeit hattet, hier bei uns vorbeizuschauen. Und willkommen jederzeit wieder zu Biel. Merci vielmals. Danke. Voilà, Expo, das war das Thema, 20 Jahre ist es her. Viele von euch mögen sich noch erinnern, wir ganz bestimmt. Es geht weiter bei unserem Programm, bleibt dran. Adi Minan.